Wie dramatisch ist die Situation wirklich? Das wollen wir jetzt noch mal von einer Wissenschaftlerin hören. Ich begrüße ganz herzlich die Professorin Frau Dr. Ute Rehbein, Expertin für Agrarwirtschaft. Herzlich willkommen. Hallöchen, Herr Lang. Hallöchen, Herr Lanz. Sie sind bei Extra da, Sie verwechseln da, glaube ich, was. Nee, ich glaube, Sie verwechseln da was. Ich bin Expertin für Agrarwissenschaften, nicht für Agrarwirtschaft. Oh, Entschuldigung, wo ist der Unterschied? Agrarwirtschaft ist die ländliche Spelunke, in der Sie nachher mit Ihren Redaktionsknechten Lütje Lage saufen gehen. Ja. Bei den Agrarwissenschaften hingegen geht es um Erkenntnisse wie diese. Das maximale Volumen subterraner Produktivität verhält sich in reziprokem Gegensatz zur spirituellen Kapazität Ihres Erzeugers. Und was heißt das? Das heißt, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Ja, gut. Frau Professor Rehbein, ich würde gerne mit Ihnen über das unheimliche Insektensterben reden. Es gibt ja diese Theorie, dass eben die Neonicotinoide die Ursache sind. Sehen Sie das genauso? Es gibt noch eine andere These. Massenselbstmord. Massenselbstmord bei Insekten? Ja, sowas ist Insekten gar nicht so unüblich. Frau Professor, bitte. Ich bin jetzt nicht. Ja, ist gut. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Ich merke nur selber, ich fahre Auto. Es hat sich was geändert. Die Windschutzscheibe ist auf einmal sauber. Keine toten Insekten mehr drauf. Ja, das kenne ich gut. Jedes Jahr wieder zwischen November und März. Wir nennen es Winter. Dafür muss man dann endlos Eis kratzen. Ja, aber inzwischen ist die Situation im Sommer nicht anders. Also ich weiß nicht, was bei Ihnen im April so vereist, Herr Maischberger, aber ich musste heute Morgen nicht kratzen. Kommen wir zurück zur Chemie in der Landwirtschaft. Also Neonicotinoide auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall eine Ursache. Was ist mit Glyphosat? Indirekt auch eine Ursache? Ich meine, jetzt hat ja Landwirtschaftsministerin Klöckner gesagt, sie will Glyphosat verbieten, aber erstmal nur in Haus- und Kleingärten. Ja, das ist ja mal ein Schritt in irgendeine Richtung. Ja, aber auch da gilt die Ausnahme, wenn es keine Alternative gibt und wenn der Gärtner einen sogenannten Sachkundenachweis hat, dann wiederum ist es doch erlaubt. Was soll das heißen? Sachkundenachweis. Das heißt, wenn Sie nicht zu dämlich sind, die Dose aufzuschrauben, dann dürfen Sie es auch weiterhin tun, Herr Kleber, aber Sie können mich auch Klaus nennen. Klaus. Jetzt sagt unsere Umweltministerin Svenja Schulze aber, es wäre schon gut, das Glyphosat auch schnell zu verbieten. Also Umweltministerin gegen Landwirtschaftsministerin. Wie sehen Sie das? Ich sag Ihnen mal was. Bei einem Streit zwischen Umweltministerin und Agrarministerin sehe ich einen ganz klaren Sieger. Das finde ich interessant. Und wen? Die Firma Bayer. Frau Professor Rehbein, ich muss sagen, ich empfinde das Gespräch als etwas unbefriedigend. Ja, also ich weiß nicht, was Sie haben. Ich unterhalte mich sehr gut. Was stört ist, dass Sie andauernd dazwischen quatschen. Aber lassen Sie sich beruhigen, Herr De Lorenzo. Das Bienenschutzinstitut, das Umweltministerium und das Agrarministerium haben zugesichert, den Bienenbestand zu messen. Ja, das ist doch schon mal was. Eine Art Volkszählung für Bienen per Hand. Summ, 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 summ. Eins. Ah. Ja, und wer soll sowas machen? Ja, Leute, die entweder nichts zu tun haben oder leicht zu ersetzen sind. Oder beides. Mit anderen Worten, eine schöne Aufgabe für Jens Spahn. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Rehbein.